So, und herzlich willkommen zurück zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass wir zum Folgenschluss noch die Klasse 4 Insel geklärt haben. Was ganz nett ist, für ein bisschen Equip. Leider nichts Besonderes bekommen. Und der Rang war auch nicht sonderlich hoch. Eine der Klasse 4 Inseln haben wir noch, die machen wir jetzt noch. Und danach geht's zurück nach Logres. Wo wir dann zu Arthur gehen und sagen: Ey, wir haben die MP wieder weg. Was ist davon? Was macht denn die Nummer 100 jetzt, hä? Dann würde sie sagen, ha, ich habe noch dieses Ass hier am Ärmel und dabei wieder gefickt. Anders kann es doch gar nicht kommen, oder? So, Katztruhe sucht mal wieder sinnlos, weil ich immer noch keine Seelen habe. So, und das ist jetzt das Panzerviertel. Na, hoffentlich schießt man keine Tankshells auf uns. Auf geht's. Okay. Große Mistviecher. Die sich auch nicht so gerne stunnen lassen, so wie es aussieht. Hatte keiner sie. Lol. Da ist gerade das Spiel jetzt hier aufgehangen. Ja, ich habe keine Seen, Freunde. Ich brauche zumindest ein paar. Jetzt kommt der Stein ins Rollen. Oh ja. Viel besser. Huch. One Shot. Ich habe so einen absurd hohen Fokuswert und es reicht trotzdem nicht. Hat sich ganz selbst hochgejagt. Ey! Ja, ziehen wir die eine Seele auch noch ab. Ja, jetzt kann ich gar keine mystische Art machen. Cool. Jetzt aber. Nicht, dass es für einen Kill reichen würde. Jetzt wieder. Jawohl. Oh Mann, wie viele Wellen von denen soll ich jetzt besiegen? Ah, RIP, RIP Dial. Wieder hier gehen wir schon fast im ersten Schlag drauf. Und drauf da. Ich kann meine Seelengeister schon ausgeben, wie die sterben. Erst hat man diese fetten, die gar nicht sterben wollen, dann diese kleinen, die nur drauf gehen. Hier ist schon ein bisschen da drüben. Oh, jetzt ist er gestorben, bevor ich die mythische Art machen konnte. Ernsthaft. Lächerlich. Ja. Dann halt nochmal ganz Spaß. Und weg zerstört. Oh, das ist noch gestunt. Oh ja. Reicht's? Jawohl. Ja, mit der Seele.
Junge, was passiert hier? Oh ja, ich wurde gestunt. Großartig. Hier. Back to you. Manchmal lassen sich die Echsen so leicht fertig machen und manchmal einfach überhaupt nicht. Hallo. Kommt her, Mistviecher. Oh ja, neue Golems. Hier, die sind wieder gestorben, bevor ich mich Schaden machen konnte. Wow, ein Rang von 5. Wächterpuppe. Immerhin ein was Neues. Naja, aber alles in allem trotzdem. Azerit des Falschers. Verringert das für die Aufwerten von außen erforderliche Geldmenge. Das ist gut. Dann habe ich ja vielleicht noch mal die Chance, irgendwann die verdammte Quarzklinge auf Level 10 zu drücken. Das kostet ungefähr so viel Geld, wie ich jetzt insgesamt habe. Und von all dem Geld könnte ich so viel Ausrüstung kaufen. Naja, trotzdem, ich bin nicht beeindruckt. Auch nach Sechsenhafen. Diese Kämpfe sind eigentlich schon eine echt harte Zeitverschwendung. Da könnte ich auch gegen richtige Gegner kämpfen. Für besseren Loot. Where is Lafayette? He wanted to stand watch with me, but I forced him to get some rest. After all this fighting, he needs it. I owe you. That kid always tries to play the tough guy. Just like the one who named him. He's nothing like me. His motivation comes from hope. Hope. The wind is nice. Yes, the world may teem with hardship and sadness, but it's also filled with beauty. The endless ocean, the islands in the south, even the frozen tundra and the mountains that spew fire. It is. And humans make their home among all that beauty. This is the world that Luffy always yearned to travel. I finally understand what he saw when he sat looking out over the ocean. Eleanor, I have a single favor to ask of you. If anything happens to me, take care of Lafayette. What? Is something the matter? The power possessed by the Therians and Innominat is fundamentally the same. I have a theory. No. Theory is too rational. A different part of me, something separate from my hatred, wants me to do something. It wants me to leave this world with hope. Wait, you don't mean... Humor me, okay? If the worst happens, I'm counting on you. I understand. You have my word. I'll look after Lafayette. While I'd love to take advantage of this momentary weakness, I can't. My oath is to obey your orders until my dying breath. I'd almost forgotten about all that. Good thing I kicked your butt after all. Okay, da bin ich ja gespannt, ob die Theorie denn wahr wird. Ich glaube nämlich eher, dass wenn sie Innominat verschlingt, dass sie zum neuen Gott wird.
aber die Welt dann rettet. Oder von der Unterdrückung befreit. Well, the suppression field is gone. And in its place, rampaging demons. We expected that. Thanks for everything. I only did what I felt like doing. Who needs thanks for that? Let's go. We have a fight to finish with the Shepherd. Was denn? Es geht direkt los? Ich darf nirgends woanders hin. You know, Minot's power may have weakened, but I think that'll only cause more of a stir in the cities. Without the Abbey's exorcists, the people will have a hard time quelling demons. Are you crying? I'm simply coming to terms with reality. I've learned to think for myself rather than let others do the thinking for me. It's painful and frightening, and comes with great responsibility. But this is who I am now. It's on me to own up, face my fears, and keep moving forward. You're a piece of work. But I don't mind having you around. Yes. I'm not weak like I used to be. No, you aren't. You don't have to bear the weight of the world alone, though. I understand that. I will do only what I can. You always say that, but then you end up overdoing it, right? If you push yourself to the limit and it's still not enough, there's no shame in relying on others. Brokuro, thank you so much. You realize you just thanked a demon, right? I'm aware of that. Immer noch diese Dämonen-Exorzisten-Geschichte. Eleanor sollte mittlerweile nicht mehr als Exorzist betrachtet werden. Ich meine, jetzt noch im Ernst. So viele Exorzisten haben gerade ihre Kräfte verloren. Sie könnte einfach sagen, hey, ich bin jede Verräterin. Ich auch. Oder sowas. Wir haben all unsere Faith in dich, weil du gesagt hast, du könntest uns schützen. We endured all your harsh rules and laws. Oh yeah. So how can you tell us you can't defeat the demons because you can't control Malakim anymore? We don't understand why we've lost the ability to control our Malakim. But even without my Malak arts, I will fight to my dying breath to protect all of you. So please, calm down. I'm not listening to anything the Abbey says anymore. What are you looking at? Yeah, you there. Mean looking guy. Get over here. I think I'll pass. Thanks. Hey, Muscles! Get back here! I'm not through with you! Please stop. I understand that you're worried and upset, but now isn't the time to be fighting amongst ourselves. Please, let us all stand together. Help us fight off the madness and the demons that threaten our world. And if that's not good enough for you, you can face me instead. Guess I'm sorry. That exorcist has some serious backbone. Aye. Ich meine, da können den Kampf trotzdem aufnehmen, oder? Ist doch im Ernst. Hey, it's you! Margilou's Debauchery. Genau. It's Menagerie. I finally get a chance to see the famous Margilou's Menagerie. I've been waiting forever to meet up with you again. Meet up with us? Why? Well, with my bad luck, I've always just missed out on seeing your splendiferous performances. So, well, I made my own menagerie. Nur um uns zu sehen. And people everywhere are scared. Demons abound and, well, everyone's so gloomy. So I thought that this is exactly the time when people need something fun and happy to lift their spirits. My troop is still in training, but we're almost ready. That's wonderful. What do you call yourselves? I wanted something with power. Impact. So behold, jetzt. We are the Dark Wings. Dark Wings. Huh. Naja. Hey, what gives? That's a terrible reaction. You're trying to cheer people up, right? So why dark? And dark wings only make me picture crows or bats, maybe. Really? When I think of the Dark Wings, I think comedy. Maybe I should rethink this. Oh, I got yeah, it. Besser. We'll be. The Dark Smiles! Sounds like you've got a pretty dark sense of humor. You really want to go with such a dark-hearted name? Okay, fine. The Dark Magic. No, the Dark Circus! No, no, that's no good. The Darkest Hour! The Dark... Maybe you could try losing the dark part. Good point. All right, then. How about this one? The Peddlers of Joy! We don't accept solicitations. Fine, fine, forget you. I've made my decision. We're Darkwing Menagerie of Comedy, and that's final. You really went all out. Still, you've got zing, kid.
Here's hoping you have many dark years to come. Magikazam! Thanks! That makes us rivals now, oh but still, God. From one entertainer to another, good luck! About that Magikazam of yours? You only use that spell when you couldn't care less what happens, right? What this world needs now is a good dose of apathy, am I right? But here's hoping you have many dark years to come. That's not very nice at all, is it? Magikazam! Das ist so doof. Das ist so doof, diese Gespräche. Alter. Magikazam. Jawohl. So, wir haben jetzt auch zwei Händler hier in der Stadt. Interessant. Hat der irgendwas Besonderes? Topas? Nö. Mithril teuer. Aquamarin kaufe ich ein. War der Flügelring der krasse, die ich brauchte? Ja. Okay, nett. Warte mal. Nee. Was sind jetzt die Aufwertungskosten für meine Quarzlinge? Okay, gleich mal 100.000 weniger. Glaube ich, oder? 100.000? Vorher waren es doch irgendwie 280.000 oder 240.000. Irgendwie sowas in die Richtung. Das ist schon mal eine große Hilfe, was das Geld angeht. Warum laufe ich überhaupt? So, und der nächste Shopboy. Was geht bei dir ab? Ah, nichts. Überhaupt nichts. Tschüss. Was macht ihr hier? I can't get my hands on nectar or a good drink anymore, but thanks to that, I finally seen the light. I tried drinking lots of different things to help cope with my cravings, and I discovered that a nice cup of tea really does the trick. You can't give kids the heavy stuff, but tea? Kids, adults, the elderly? Everyone can enjoy it. That's a good positive point of view. I'm thinking about using my life savings to open a tea shop filled with tea from all over the world. Rather than let ourselves get all worked up panicking over the demons, we'd be better off sitting down with a nice cup of relaxing tea. It'd be wonderful if you sold some tasty pies or cookies there too. I know, right? I need to find some baked goods that go well with tea. Maybe I can find a girlfriend while I'm at it. Well, good luck with that. Thanks. Speaking of which, are you single? Sorry, I think I'll pass. Yeah, figured as much. Eleanor, was soll das? Sei nett zu ihm, mach einen Teeladen auf. Das ist doch nur ein Vorwand, dieser Teeladen, ganz sicher. Und der Fakt, dass er alle möglichen Getränke probiert hat, um sich den Sucht zu befriedigen, ist natürlich auch eine wilde Sache. So, sind die Viecher hier neu? Nee. Nee, sind sie nicht. Aber ich erwarte, dass in dieser Truhe etwas Stabiles ist. Wow, eine Kampfmontur, sicher. Ne, die Viecher haben sich ja kein bisschen verändert. Sinnlos. Naja. Ne, wo genau ging es jetzt zum Thron? Huch. Trifft sich mit Wien Delin Renit? Kann ich denn jetzt? Wieder woanders hin? Weil erst durfte ich ja nirgends woanders hin. Tatsächlich, ich darf jetzt überall hin. Und um einen Haar wäre ich direkt zum empirischen Thron gegangen. Wow. Danke dafür, Spiel. Wir haben auf einmal einen ganzen Haufen Sidequests. Gut, dass ich nachgesehen habe. Ich will echt auf die Weltkarte gucken. Wo genau ich denn jetzt lang muss. Ich habe gerade gesehen, dass wir jetzt so viele Quests immer zur Verfügung haben. God damn it. Ja, es war es noch keine Option, woanders hinzugehen. Was haben wir denn jetzt? Magilus Menagerie. Sprich mit dem Isildur Docks Organisator und leg einen Auftritt hin. Klar, auf nach Isildur. Hallo? Isildur. Wo? Okay, wir dürfen nur nicht nach Titania zurück. Sinnlos. So. Wo ist der Auftrittsboy? Ich dachte, ich soll zu den Docks zurückkehren. Ach,
Es ist in der Taverne drin. Das ist die Frage, wo ist die Taverne? Hier? Nee, das ist die Kirche, das ist aber auch gut. Haria Village, getting wiped out by demon blight. Really makes you think, doesn't it? Like, if they had abandoned their faith in Amanoch and moved to Isolde, they might have been saved. I'm glad they didn't come here. They deserved it. It's their punishment for heresy. How could you? No one deserves that fate. But didn't that priestess and her daughter turn first? That's what caused it to spread. But look at us here in Isolde. Not a single case of demon blight. That's the only possible explanation. Ihr habt also keine Ahnung. Crazy to resist the Abbey. Shame on you. Don't speak ill of the dead. No one wants to become a demon. I had a friend in Haria. She was a good person. Whether she believed in Amanoch or Innominat, she was a person just like us. Our islands were her home. Perhaps I have no right to say anything here, but please, don't ever lose that kind heart of yours. That's the best way you can honor the memory of Haria's people. I won't. I'll go there soon with an offering of flowers. Besser ist das. Aber ist es nicht eigentlich genau dieser Glaube an Amanoch, der dafür gesorgt hat, dass die nicht böse wurden? Durch diese Gebete wird ja quasi der Imperial gefüttert. Oh, Zeit für ein lustiges Gespräch. Komm. Ja, ich möchte sündigen. No, I wasn't talking to you. Surely an exorcist has nothing to repent. Truly, the sinners are those people you're with, who come into this cathedral and say whatever they please. No, Father. I've done a great many things that I regret. Okay. For instance, I once put blind, unquestioning faith in the Abbey's ideals of reason and justice. In making any decision, I used not my head, or my gut, or my heart, but instead relied on the Abbey's answers. I lorded my authority over those I thought to be below me, when I didn't even know the truth of how things actually worked. What? I was telling other people how to live their lives, when I needed to look at my own flaws instead. But I won't repent for my past deeds. To seek forgiveness from the Imperians would be to repeat those very same mistakes. I will follow my own judgment now, as I strive to make amends for the misdeeds and regrets of my past. Da bekommt er einen Herzinfarkt. Please, Lady Exorcist, listen to my confession, for I have much to repent. Huh? Father, why are you crying? Was? Jetzt muss er ihr was beichten für all das, oder was? Klasse. Come, sinner. And repent your wicked deeds. Ja, direkt nochmal, bitte. Why are you whispering? Because everyone else in your group has been nothing but trouble. Not a single one of them will truly repent. What kind of place do they think this holy sanctuary is? I don't know what to tell you. You'll have to take it up with them. I can't. You know what they're like, right? If I complain about it to them, they'll just beat the stuffing out of me. I wish I could tell you that deep down they're all good people, but... That's why you need to confess something. What? Why me? Please, I just want to hear a legitimate confession for once. Aber Eleanor hat doch... Hurry up, I'll put a curse on you. Oh, all right. I'm so sorry for all the trouble that my companions have caused you, Father. Forgive me. No, that's not going to work. I guess I'm not quite in the mood to forgive that. Was? Yeah. Well, maybe you should repent for being such a petty, mean old priest. Wir haben ihn gebrochen. Wir haben ihn einfach gebrochen. Kein einziges echtes Geständnis. Und jetzt wird er einfach selbst ein Sündiger. Es ist so klasse. Was erwartet ihr denn von mir? Prägt das sind schließlich auch Menschen, wisst ihr? Aber Eleanor hat doch ein richtiges Geständnis abgelegt. Dass ihr das alles leid mit der Abtei. Ich verstehe das Problem nicht. So, auf einmal haben wir da drüben jetzt ein Gespräch. Oder ist es sogar das, was ich brauche? Die Taverne. Oder doch, es könnte sein. Nee, es ist unter uns. Warum denn unter uns?
Hat die Taverne nicht in zwei Ebenen? Mal reingucken. Nee, oder ist es über uns? Ey. Nee, nee, unter uns. Na, ist nicht so wichtig. Ich werde jetzt hier erstmal Folgenstopp machen. Weil wir schon wieder ran sind mit der Zeit. Und ich echt dringend niesen muss. Also bis zum nächsten Part, wenn wir Isen weiter erkunden. Und bis dahin.